Morgen an diesem riesigen, kühlen Donnerstag. Wir stehen hier und auf dem Fahrradweg, der von der Lürenstraße zur Jahnstraße führt. Und im Endeffekt wird hier jetzt alles noch einmal verfestigt. Der Bagger ruht momentan, da ist eine Pause. Mit schwerem Gerät wird hier noch einmal alles in Richtung des ehemaligen Ausläufers des Kohlebunkers planiert, um dann darauf faktisch von rechts kommend den Weg zum Aufstieg zu gewährleisten. Zwar jetzt stehe ich auf der Immelweitstraße direkt vor dem später geplanten Weg, der hier oben aufgelegt wird, und blicke in Richtung Fördergerüst. Hier ist also auf der linken Seite sind die Fundamente noch zu sehen, die Säulen, und einiges an Mauerwerk befindet sich hier auch noch innerhalb des Geländes, hier unten natürlich auch. Und wie das so ist, hier befinden sich natürlich auch jetzt noch mal ein paar Videokassetten, die hier reingeworfen sind, und jede Menge weiterer Müll. Und der Bagger nimmt seine Arbeit wieder auf. Jetzt wird eine neue Schaufel wohl angesetzt und dann geht es zügig weiter. Rechts hier an Schacht 3 ist alles noch unverändert. Dieses Gelände hier bis zur Grenze der Druckerei, also der ehemaligen Maschinenhalle von Schacht 6, ist eigentlich schon saniert. Das, was halt noch fehlt, ist hier das, was da hinten gemacht wird, nämlich die insgesamt die Verlegung der Verkabelung und dann darüber hinaus noch das Auffüllen und Verdichten mit Schotter und Sand. Wie ihr seht, gibt es da noch einige, in der Mitte speziell, noch einige Betonhaufen. Hier vorne haben wir noch einiges an Ziegelmauern, die hier zum Abtransport noch liegen oder vielleicht auch mitverfüllt werden. Unten gibt es eben halt auch noch eine ganze Menge. Einmal rauf und runter schwenken wie gehabt. Ist leider heute kein Kaiserwetter, aber wir sind ja eben nicht aus Zucker. So, die Schaufel ist eingesetzt an den Komatsu-Bagger und es kann weitergehen. Wie ihr seht, ist eigentlich alles, was sich rechts des Wegs befindet, bereits so weit geebnet. Dort oben, wo der Bagger hinfährt, wird es jetzt auch weiter geebnet und es werden dort noch einige Füllarbeiten vorgenommen bis vor den Aufstieg, wo die beiden Herren der Firma Knappmann stehen. Ja. Der gewaltige Hammer, hier sind zwei neue Bäume eingesetzt worden. Finde ich ja ganz groß. Hervorragend. Wir gehen nochmal hier hinten hin. Hier haben wir noch etwas sehr Interessantes. Und zwar gibt es hier noch so einen Revisionsrahmen und, wie ich dann so sehe, noch einen weiteren Protego. Und der wird hier also im Endeffekt verloddern lassen. Kommt man nicht dran, hier sind Brombeeren, Müll und Sträucher und Laub der letzten Jahre. Aber wie bereits gesagt, es ist alles veranlasst und wenn die Leute ihr Wort halten, Herr Buschmann von den Grünen Wattenscheid und auch der Diplom-Ingenieur Schröder, wird hier demnächst mal nach Fertigstellung das Grünflächenamt anrücken und hier eine Grundsäuberung auch machen. Morgen. Ich gehe mal da vorne jetzt gleich noch mal hin und gucke mir mal noch ein bisschen den Bagger an. Das finde ich immer ganz interessant.
Immer ohne Kommentar, da wird vorne noch direkt an der Betonplatte, die sich eigentlich um den Schacht befindet, weiteres Material ausgebaggert, Lehm und rechts zunächst mal deponiert. Jo. Wetter wird auch besser. Irgendwie wird mir jetzt auch warm. So, war nicht viel, was da rausgeholt wurde, aber ich denke mal, das hat was mit dem letzten Kanal zu tun, der dort unten dann demnächst weiter verfestigt wird. Ist ja der einzige, der da noch steht an beiden Seiten. Das ist das Stück beim Schacht, wo der Mitarbeiter unten halt drin steht. Da wird wohl noch ein Rohr verlegt werden. Immer gut im Rohre verlegen und eben hinten, wo ich gerade war, an der Straße. Jetzt nimmt der Bagger gerade Betonteile auf in der Schaufel. Die werden dann in Richtung offenem Kanal noch gebracht. Geht also in Richtung Schacht und dann wird das da halt reingeworfen als Füllmenge und Untergrund. Und weitere Ziegel und Betonteile werden in das Loch abgelagert, um halt den Untergrund zu verfestigen. Dann wird die Oberschicht aufgebracht und im Endeffekt der Weg. Naja, Material liegt ja da noch genug, aber ich denke mal, dass hier auch hier unten das ähnlich gemacht werden wird, denn das sind ja Tonnen, die sonst normalerweise hier rein müssten. Rechts und links stehen ja auch noch die Mauern der ehemaligen Versorgungsschächte. Und hier vorne unter dem Sandhaufen verborgen, sie ragen an der Seite raus, eben halt noch die Fundamentpfeiler. So, ein bisschen noch hier zuschauen, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, wie die Arbeiten vorangeschritten sind. Und ich denke mal, das geht zügig, denn die zwei verschiedenen Schichten, die drauf kommen, der grobe braune Sand und der helle Sand als Deckschicht, denke ich. Und dann kann das demnächst hier aufgepflastert werden, die kleinen Halden können gebaut werden, die Buhlbahn kann gebaut werden auf der rechten Seite. Ja, und bin guter Dinge, dass das hier weitergeht. Ich meine, weiter geht es immer, aber die Frage ist natürlich halt, wie lange es noch weitergehen wird. Wir befinden uns jetzt Mitte März und ich denke mal, gute Prognose vielleicht zu Ostern. Kann man hier schon ohne Bauzaun den Platz betreten. Und darauf freue ich mich ungemein. Hier im Hans-Köster-Schacht 4. Die Beleuchtung wird dann halt noch installiert. Strom ist ja vorhanden, das ist durchgemessen worden hier für die Straßenlaternen, die ja auch im Dunkeln leuchten. Jetzt haben wir gerade hier oben die Landung der Raben. Direkt finde ich also auch nicht schlecht als Aussichtsposition für die Raben und andere Vögel oben. Und so geht's halt weiter.
Hiermit möchte ich das Ganze auch beenden und wünsche allen einen wunderschönen Donnerstag und ich denke mal, es bleibt trocken. Glück auf vom Hans-Köster Schacht 4, euer Klaus Windmüller für die Bürgerinitiative Wir in Wattenscheid Schacht 4. Hier den Eingangsbereich an, also gigantisch gut, eine Sammlung von Flaschen, Sekt, Bier, Schnaps, alles vom Feinsten. Kann man auch mal ranzoomen hier, was die Jungs hier so konsumieren und die Damenwelt. Ihr seht also, selbst hier die kleinen Wasserbecken bleiben nicht verschont und macht also hier wirklich einen maroden Eindruck. Der Rest ist hier kaputt gemacht worden, Ziegelmauern besprüht und was weiß ich noch alles. Bis da vorne, wie bereits gesagt, bis zum Parkplatz, wo die Schranken sind, also hinter der ehemaligen Maschinenhalle von Schacht 6, wo die Druckerei sich jetzt befindet. Picobello vom Feinsten, geschnittene Hecken auf den Millimeter gestutzt, Rasen gemäht, große Blumenpötte einmalig bepflanzt und das ist also das Aushängeschild, das sieht man von der Straße und man kommt halt von dort rein und begibt sich dann hier unterhalb dieser Mauer auf die Emil-Weidt-Straße weiterführend und dann geht das Ganze hier Richtung Schacht 4, wo ich gerade war. Und insgesamt gesehen ist ab hier der Zustand, hier sieht man auch noch einen Tannenbaum vom Feinsten und jede Menge Unrat, verkommen bis zum geht nicht mehr. Dominierende Pflanze Brombeere. Wer da schon mal mit dem Garten mit zu tun hatte, der weiß also, wie schwierig das ist, das Ganze wegzubekommen. Das muss richtig ausgegraben werden mit viel Mühen und da reicht auch Schneiden nichts, denn innerhalb von ein paar Wochen sind die wieder genauso hoch. So, der Acid Man war auch hier, wunderschön. Ja, und alle anderen haben sich hier verewigt, vom Feinsten. So, dann haben wir das hier auch nochmal im Endeffekt und wie bereits gesagt, von dort vorne super zu erreichen mit Bus, Bahn, mit dem Auto, zu Fuß. Die Innenstadt befindet sich direkt auf der anderen Seite. Hat natürlich seine Vor- und Nachteile, denn wie man da so sieht, Kaufland und Lidl, die Zulieferer der Herren, die sich dann hier aufhalten, wenn es wärmer wird, wird das hier eklatant voll. Dann gibt es halt nur diese beiden Sitzmöglichkeiten hier. Aber da ist man ja Notmacht erfinderisch. Da bringt man sich dann eigene Stühle mit und die verschwinden dann hinterher, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, dann auch im Herbst und im Winter einfach mal in den Gebüschen. So, fertig ab. Jo, da haben wir einen von diesen Bimsern total zugedröhnt, gekifft, hat mir gerade gefragt, ob ich Gras habe. Habe ihm gesagt, hier wächst doch genug, soll er die trockenen Halme vom Winter nehmen. Da kann alles mitmachen. Guckt euch das an. Knapp über 20, schon kaputt. Wichser. So, bestimmt eine harte Kindheit gehabt. Ich hau mir hier weg, ey. Und davon laufen hier so viele rum. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die vermüllen und verdrecken einfach alles. Hier haben wir das Wasserhaltebecken. Jetzt ist das gut, jetzt ist das von der Strömung, wird das hier hingetrieben. Ich frage mich allerdings, wo hier eine Strömung ist. Das kann nur der Wind sein. Und im Endeffekt gibt es hier sogar einige Frauen mit Kindern, die hier am Rand entlang gehen und für andere Leute den Müll wegmachen. Finde ich unheimlich gut, die Aktion. Nur im Endeffekt ein, zwei Tage später sieht es dann halt wieder genauso aus. Und tja, was wollen wir machen? Weststraße, ehemals hier auf der linken Seite Haus Lahmann, gegenüber auch sehr schöne Häuser eigentlich. Ja,
Ich drehe mich jetzt noch mal, dann können wir das Ganze noch mal aus der Perspektive sehen, um hier halt dann rechts um die Ecke zu gehen. Und da kommen wir halt bei Lidl hinten raus, erst am Trip-Hotel, dann bei Lidl. Und von da an geht die Vermüllung los, ist mir klar. Und da werden die Sachen verkauft und eigentlich schon direkt vor lauter Durst und Sucht verzehrt. Auch hier überall liegt der Müll jetzt unter diesen super Brombeeren. Ich finde aber hier die Brombeeren finde ich ganz gut, weil die ja den Leuten, die hier hinter wohnen, Schutz geben. Da seht ihr hier oben, ist eigentlich verboten, Nato-Dratte aufzuziehen, aber weiß ich nicht, hier guckt eh keiner. Und die Leute sind da geschützt durch die Mauer und auch durch diesen grünen Drahtzaun, den sie sich da gezogen haben.